Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Hier im Hintergrund sehen wir unseren LKW, den wir uns letzte Folge gekauft haben, den Scania Streamline. Mit einer normalen Lenkung auf der linken Seite. Mit dem Fahrwerk 4x2, 360 PS. Ja, schickes Teil, auf jeden Fall. Schreibt auf jeden Fall noch in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Ich würde sagen, wir bringen jetzt mal unsere Lieferung zu Ende. Fahren wir den Blumenkohl doch mal nach Paris. Let's go! Haha, it's me, Mario! Na, hoppala, da hat Spiel kurz gehakt. Kein Problem. Guten Tag, Officer. Baywa. Fahren jetzt den Baywa-Hänger hinterher. Direkt auf die Autobahn. Ah, und ich habe noch was vergessen. Wir können noch unser Radio wieder anmachen. So. Fahren wir mal weiter. Paris, willkommen. Ah, bremst du nicht so, Vollidiot. Oh, ist aber auch echt viel Verkehr hier. Das funktioniert, wenn man einfach mal ein bisschen reindruckt. Bei uns hat es funktioniert, der Typ von der Baywa hat halt Pech gehabt. Dreistigkeit gewinnt. Ah, Leute, ich kann es euch gar nicht sagen, ich bin immer noch so happy. Unser erster eigener LKW. Aber jetzt gehen unsere Gewinne in unsere Tasche. Ja, und in Dieter Bank, okay. Aber einfach ein geiles Gefühl. Gut, kommt keiner. Dann fetzen wir mal durch. Ah, Schild stehen lassen. Mautstation, wir kommen. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir auch noch selber Maut zahlen. Naja, gut, aber wir haben ja Geld. Jetzt halt. Ich möchte jetzt dann auf jeden Fall auch schauen, wenn wir jetzt da ein bisschen Kohle haben, ob man im LKW nur ein bisschen was machen können. Da ich jetzt auch gesehen habe, dass das Blinklicht oben auf dem Dach halt im Endeffekt nur Dekoration ist, hätte ich irgendwie gern ein anderes. Das sieht schon geil aus, aber weil es nicht funktioniert, dann schenken wir uns das und machen da lieber eins drauf, das auch funktioniert. Obwohl ich mir jetzt bei den anderen auch nicht sicher bin, weil es halt Mods sind, ob die dann funktionieren. Aber es sieht halt schon schick aus. Ich meine, schaut euch den LKW an. Schon geil. Na, hier, jetzt halt. Gott sei Dank noch auf richtige Spur kommen. Bin ja froh, dass ich nicht einfach dagegen knallt bin. Ich freue mich schon auf Paris. Ich bin ja gespannt, jetzt mit dem Eiffelturm. Vielleicht riechen wir dann sogar die Baguettes, wenn wir nicht von unserem Kohl hinten drin überstunken werden.
Also ich muss ja sagen, meine Erfahrungen mit Kohl sind eigentlich eher, dass es so... Über Geschmack lässt sich jetzt streiten, aber ich habe so das Gefühl, bei den meisten Leuten löst das so gewisse unangenehme Nebenwirkungen im Nachhinein aus. So diverse Flatulenzen, um es mal vorsichtig zu benennen. Hier komme ich. Gibt es eigentlich einen Grund, warum ich hier zwar 90 fahren darf, aber ab 90 nichts mehr geht? Mal kurz was nachschauen. Vielleicht sind wir da ja Gameplay... Quatsch, nicht Grafik. Hier, Gameplay, sind wir da vielleicht irgendwie... Warnung, Mitteilungen, Bußgelder... Triebeart, Stärke der Bremsen, Geschwindigkeitsbegrenzer aktivieren, weg damit. Ich fahre so schnell wie ich will. Ja, und schon können wir auch ein bisschen schneller fahren. Er ist schon irgendwie ein bisschen behindert, wenn er uns ab 90 abriegelt. Also ich meine, klar, ich weiß, wir dürfen nirgendwo schneller fahren, aber zumindest will ich's können. Wartest du? Ah, nein, du wartest nicht, Idiot! Du Arschloch! Das hat jetzt auch sein müssen, dass ich gerade nur rausdruckst. Oh Mann. Na warte. Du Idiot, hast mich 160 Tacken kostet. Schauen wir doch mal. Flachwichser! So, jetzt haben wir zumindest genötigt, auch noch ein bisschen zu bremsen. Alter, wegen dem Vollidioten gleich mal 160 Tacken verloren. Was hätte ich tun sollen? Voll auf Bremse glatscht? Bin von Ausgang, er würde es auch noch warten. Ich meine, er wollte ja reinfahren. Und dann kommt sowas. Alter, Mann, oh Mann. Das passt mir jetzt so gar nicht rein. Ich muss ja den Kredit auch noch abbezahlen. Mal schauen. Naja, zumindest keinen Schaden bekommen. Immerhin. Immerhin. Müssen wir dann eigentlich die nächste Pause einlegen? Ja, das sollte schon noch machbar sein. Wir fahren ja nur noch knapp 2 Stunden. Ihr denkt, es ist nur im Rahmen. Ich muss sagen, ich empfinde die Gegend hier als sehr schön. Diesen langen Brücken. Haben wir eigentlich ein Tempomat? Ja, haben wir. Könnte ich den ja eigentlich mal einstellen. So, auf der Autobahn muss ich ja nicht die ganze Zeit selber aufs Gas latschen. Das kann das Auto für mich auch machen.
Ja, noch ein bisschen Strecke vor uns. So, Tempomat drin. Aber das regt mir jetzt trotzdem auf. Bloß weil der Idiot von LKW-Fahrer gemeint hat, er muss rausfahren. Verliere jetzt gleich mal 160 Tacken, ey. Aber so ist Trucker-Business eben. Hart, aber ungerecht. Paris, nach rechts. Geschwindigkeit wieder ein bisschen anpassen. Ich will jetzt nicht einen Strafzettel kriegen, auch noch. Hab schon jetzt genug Ärger mit dem Unfall gehabt. Eine Stunde sind wir da, 60 Kilometer noch, dann stehen wir vor den Toren von Paris. Sieht einfach nur geil aus. Ich finde die Umgebung hier auf der Karte echt schön gestaltet. Sind meine Augen denn da? Wieder eine Mordstation. Oh je. Oh fuck, jetzt war ich zu schnell. Ach du Scheiße. Ich hab so das Gefühl, ich werde es dann langsam pleite gehen. Einfach nur wegen Verkehrsdelikten. Und noch die Maut gezahlt. Das Geld rinnt uns ja aus den Händen, das ist ja nicht normal. Aber wenn es im Zweifelsfall wirklich eng wird, oder ich so das Gefühl habe, es könnte jetzt nicht ganz passen, dann können wir auch den LKW an den Mitarbeiter geben, den wir anwerben können. Und wir fahren dann wieder Auftragsangebote, dann haben wir gleich doppelte Einnahmequelle. Also vorausgesetzt, unser Fahrer taugt was. Ist natürlich zu überlegen. Vor allem haben wir halt das Problem mit dem Sprit und den Strafen. Also gut, die Strafen zahlen wir natürlich trotzdem, aber halt das mit dem Sprit. Da haben wir halt dann keine Probleme mehr. Das ärgert mir jetzt ein bisschen. Jetzt haben wir schon einen Großteil von der Kohle, die wir für den Auftrag verdienen, irgendwie schon verloren. Boah, ist das hier eng. Nichts mitnehmen, alles gut. Ganz ruhig. Ich schaff das. Das war nur der Randstein gerade. Okay. Also ich muss sagen, die Vororte hier von Paris, die sind schon sehr eng. Ich will gerade wissen, wie es dann ist, wenn wir da mal ein größeres Objekt hinten drauf haben. Also nicht nur so einen normalen Anhänger, sondern vielleicht auch einen mit Überlänge. Boah, das wird dann bestimmt voll ätzend. Bleiben wir wahrscheinlich überall hängen und kriegen dann im Ende wahrscheinlich keine Einnahmen, sondern müssen sogar nur drauf zahlen.
Ja, das wäre nicht so cool. Da unten ist ein großer Güterbahnhof. Das wäre natürlich auch cool, wenn man jetzt hier noch einen Zug fahren könnte, auch. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir auch den Train Simulator 2017 geholt. Der war mal im Humble Bundle mit dabei. Also ich habe da jetzt auch nicht sonderlich viel zahlt, aber ich muss sagen, ich war echt enttäuscht, wo ich das da so gesehen habe und dann die DLC-Politik. Das Spiel regulär kostet ja schon ein Schweinegeld und du hast echt keinen Content dabei. Du kannst dann noch Vollgas zahlen für jegliche Strecke, für jeden Zug. Alles muss extra zahlt werden. Ich glaube, wenn man da sämtlichen Content haben will, kann man einfach mal 4000 Tacken zahlen. Ich muss sagen, damit bin ich nicht ganz einverstanden. Ich werde das Spiel deswegen auch nicht spielen und mir keinen Content dazu holen. Ich bin irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich hab's das Gefühl, dass es jeder kleine Junge ist, immenser Eisenbahnfan, aber nee, das tue ich mir nicht an. Ich zahle doch keine 4000 Tacken für so ein dämliches Spiel. Da war sogar mein Auto billiger. Also, jetzt in real life. Das passt noch nicht ganz. Ziehen wir mal gerade. Lenken nochmal ein. Aber jetzt sollten wir rüberkommen. Na, vielleicht auch schon ein bisschen zu weit. Ach, verdammt. Ich und Parken. Bin mir nicht sicher, ob wir dem Spieldurchlauf jeweils Freunde werden. Aber das gehört nun mal zum LKW-Fahren auch dazu. So, und eingeparkt. Blumenkohl von Le Mans nach Paris. Ausgezeichnet. Und jetzt bin ich fast am Überlegen, ob wir nicht sogar auf sparsame Fahrweise skillen sollten. Oder ob wir vielleicht einfach mal so ein Gefahrgut irgendwie. Was sind das für die verschiedenen Klassen? Klasse 2, Gase. Brennbare Flüssigkeiten, brennbare Feststoffe, toxisch, ätzend. Ich weiß nicht, ich hätte irgendwie Bock auf toxisch und infektiös. Nehmen wir jetzt einfach mal mit. Und ich sehe, wir haben eine neue E-Mail erhalten. Bank. Sehr geehrte Damen und Herren, angesichts Ihrer stetigen Erträge möchten wir Ihnen anbieten, bei der Entwicklung Ihres Potenzials weiter behilflich zu sein. Wir haben uns erlaubt, Ihre Kreditlinie auf 500.000 Euro zu erhöhen. Fühlen Sie sich frei, jederzeit bei Ihrer örtlichen Bank über diese Summe zu verfügen. Hochachtungsvoll, der Verkaufsmanager der Bank. Ah, 500.000... Das klingt gar nicht mal so schlecht, aber jetzt. Jetzt hätte ich gesagt, wir erkunden mal kurz ein bisschen Paris. Und schauen mal. Mal kurz auf die Karte. Ich denke, Paris ist erst das hier vorne. Die wohl einen LKW-Händler oder sowas haben.
ich hab da mal so eine Idee. Wir gehen jetzt mal auf unsere Bank. Dann müssen wir 5.000 pro Tag zurückzahlen. Boah. Ja gut, ich gehe jetzt einfach mal. Haben die nicht gesagt 500.000? Warum kriege ich jetzt... Aha. Weil wir den anderen wahrscheinlich noch am Laufen haben. Gut, aber wenn ich jetzt sag, ich gehe jetzt hier auf die Zeit. Jawohl. Ich nehme den Kredit hier auf. Dann gehe ich auf den... auf die Arbeitsagentur. Da habe ich hier schon eine entdeckt. Soll ich mal Fahrer einstellen? Baue deine Garage aus oder kaufe eine neue? Na gut, dann gehe ich erst auf Garagenmanager. Dann sage ich hier aufrüsten. Ja, nee, Moment. Das will ich ja so gar nicht. LKW-Manager? Kann ich mich da nicht irgendwie rausnehmen? Nee, scheint nicht zu funktionieren. Ich dachte, ich kann den LKW da ändern. Ja gut, dann sage ich mal, ich baue jetzt mal meine Firma aus in Le Mans. Aufrüsten, ja, das kostet uns jetzt einen Haufen Kohle, aber wir gönnen es uns jetzt einfach. Sieht zwar nur mal aus wie eine schäbige Bruchbude, ausgezeichnet. Jetzt macht die Garage auch mal was her. Genau, und jetzt gehen wir nochmal zur Arbeitsagentur und sagen, wir wollen den Fahrer einstellen. Wir haben nur zwei mögliche, aber die hier hat die bessere Bewertung, aber die haben dieselbe Gehaltsvorstellung sogar. Ja, dann werde ich doch die hier nehmen. Fahrer einstellen. So. Ja. Okay, dann gehe ich mal auf Fahrermanager. Ausgeglichen. Fernfahrten. Sparsame Fahrweise. Ich würde sagen, ich sage jetzt mal auf Fernfahrten. Kann ich der nicht einfach meinen LKW zuweisen? Muss ich dafür nach... Gut, aber jetzt fahre ich ja immer noch mit dem rum. Ja, tut mir leid, Leute. Wie gesagt, ich war selber im Spiel noch nie wirklich an so einem Punkt, dass ich hier mal ein bisschen... Ist für mich auch Neuland, aber irgendwie, ich finde es spannend. Auf jeden Fall spannend.
Jetzt hat die den zugewiesen bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt theoretisch... Das heißt, ich könnte theoretisch... Ja, muss ich ja. Ich habe jetzt kein LKW mehr. Das heißt, ich hätte jetzt aber theoretisch genug Geld, um mir noch einen zu kaufen. Jetzt fahre ich noch einen Auftrag. Und ihr könnt mir da mal bis zur nächsten Folge mal in die Kommentare schreiben, was ich mir denn jetzt für einen LKW kaufen soll. Obwohl, Moment. Das wird jetzt halt so ein bisschen eine Mikromanagement-Phase hier in unserem Let's Play. Aber ich denke, das geht schon klar. LKW-Händler, schauen wir doch mal noch kurz zum Iveco vorbei. Jawohl. Reißen wir da doch mal hin. Schauen wir doch mal, was wir uns da... Okay. Ja gut, ich sehe schon, die sind jetzt alle nicht so in unserer Preisklasse. Schauen wir mal, wenn wir die Ausführung ändern. Was können wir denn da so anpassen? So. Schauen wir mal, ob wir den theoretisch so aufbauen können, dass er mir gefallen würde. Gut, die Rundumleuchten hier, die funktionieren ja nicht. Die sind ja wirklich nur Deko. Also machen wir da auf jeden Fall keine hin. Ja, da könnte ich ein Schild hinmachen. Ich habe da jetzt hier oben den Bügel. Ah. Schauen wir doch mal. Sag mal, wir machen hier eine Rundumleuchte hin. Und hier machen wir auch eine Rundumleuchte hin. Und dann meinetwegen nur ein schickes Design. Ja, ich weiß nicht. Ich werde mit dem LKW hier irgendwie, der Iveco hier... Ich werde mit dem so nicht warm in der Form. Na gut, dann lassen wir das. Lass mal das. Dann würde ich sagen, dann lassen wir das jetzt vorerst erstmal so und ich fahre jetzt dann. Wir suchen uns jetzt noch einen neuen Auftrag aus, den wir das nächste Mal fahren. Ja, ich würde sagen, wir fahren einen Raupenbagger. Oh. Wir kriegen 6000 Tacken dafür, dass man einmal quasi über die Straße fahren von Le Mans nach Le Mans. Okay, krass. Naja gut, warum nicht? Aber den fahren wir dann das nächste Mal. Jetzt für heute reicht's mir erstmal. Sorry jetzt, dass die Folge so ein bisschen Mikromanagement war, aber... Das war jetzt einfach mal notwendig, einfach uns das mal ein bisschen anzuschauen. Einfach mal ein bisschen abzuchecken. Wir haben jetzt unseren ersten Fahrer eingestellt, beziehungsweise Fahrerin, weil kein Fahrer zur Verfügung war, ist ja auch egal. Solange der Arbeitsding passt, ist mir das eigentlich auch recht latte. Ich muss sagen, ich hoffe jetzt einfach, dass wir da jetzt mal so richtig fett Kohle machen. Gut, wir haben jetzt auch einen fetten Kredit an der Backe, den wir jetzt abzahlen müssen, aber... Ich würde sagen, das kriegt man geschaukelt. Da wünsche ich euch allen noch einen fantastischen Tag. Macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Ciao.